Wir müssen noch jemanden feiern, und zwar diesen Mann hier. Rudi Cargus ist am vergangenen Montag runde 70 Jahre alt geworden. Einer der Torwartstars der 70er Jahre, der unter anderem dadurch bestach, dass er wahnsinnig viele Elfmeter gehalten hat, und zwar phänomenal viele. Es gab eine Phase, da hat er mal gefühlt jeden gehalten. Er hat mal in einer Saison von 13 Elfmetern nur 2 reingelassen, und es war ein Phänomen. Und man wusste nicht genau, woran liegt das, und deswegen haben die Kollegen vom NDR damals versucht, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, warum dieser Rudi Cargus so viele Elfmeter hält, ob er möglicherweise einfach eine bessere Reaktionszeit hat als andere Menschen. Sieg oder Niederlage, jetzt kommt es auf den Torwart an. Seine Reaktion und Reflexe sind spielentscheidend. Kann er den Strafstoß abwehren, ist er der Held des Tages. So wie Rudi Cargus in diesem Pokalspiel. Dreimal reagierte der 23-jährige Hamburger richtig. Von 13 Strafstößen konnte Cargus in den letzten beiden Jahren 7 halten. 4 gingen am Tor vorbei. Eine imponierende Bilanz. Welche Chance hat ein Torwart überhaupt, einen platzierten Schuss aus 11 Metern Entfernung abzuwehren? Welche Komponenten spielen dabei eine entscheidende Rolle? Wir haben mit Rudi Cargus einen Reaktionstest am Sportmedizinischen Institut in Hamburg gemacht. Wollen wir anfangen? Okay, ja. Ich muss alles nochmal nullen hier. Ja, jetzt ist das grüne Licht ausgegangen. Dieser Versuch ist jetzt zu Ende. Jetzt wollen wir genau das Gleiche machen. Und zwar wollen wir jetzt Ihre akustische Reaktionszeit testen. Ja, wir können an unseren Zahlen ganz klar ablesen, dass der Rudi Cargus mit seinen akustischen Reaktionszeiten und auch mit seinen optischen Reaktionszeiten durchaus im Normbereich liegt. Er ist weder schneller noch langsamer in der Beantwortung akustischer oder optischer Signale als der Durchschnitt. Wir haben hier eine Untersuchung vorliegen, da haben wir 214 Sportler untersucht und die haben praktisch die gleichen Durchschnittswerte wie Rudi. Ich habe übrigens noch einen Original-Torwart-Pullover von Rudi Cargus. Was ich leider nicht habe, ist diese Langspielplatte. Im Zuge seiner Elfmeter-Heldentaten gab es eine Hörspiel-Langspielplatte. Auch Elfmeter kann man halten. Suche ich schon sehr lange. Falls sie irgendjemand übrig hat, bitte melden.